Boah, was ein Blablabla. Hi Leute, ich wollte gestern für euch und für mich eine Reaction aufnehmen, was ich auch gemacht habe. Allerdings ist mir dabei was passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Ausschnitte. Ist, wenn die Leinwand sich seiner Filmigkeit, seiner Filmig-Energetigkeit, des Fühlens, des Denkens, des Spürens, was, des Intuierens. Filmig-Energetigkeit? Also ich meine ganz ehrlich, ich bin ja schon gut darin, manchmal Worte zu erfinden, aber das ist schon interessant. Des energetisch Bezeugens gewahr ist. Das ewige Leben ist immerwährend losgelassen, das heißt immerwährend grundlos, genauso wie es jetzt erlebt wird. Ja, und jetzt und dann. Das ist, es ist immer wieder das Gleiche. So, wo ist die Message? Ich meine, wenn es halt einfach, das ist, also langsam bin ich so ein bisschen gelangweilt, weil es ist ehrlich, ich meine, ja, dann ist es halt, wie es ist. Das ist, warum ist es jedes Mal dasselbe? Ich meine, wenn es halt einfach ist, wie es ist, dann ist es halt so, wie es ist. Und dann muss auch keiner da sitzen und darauf hinweisen, dass es so ist, wie es ist, weil es halt schon ist, wie es ist. Da ist das Erkennen möglich. Ja, wenn es doch schon so ist, wie es ist, wieso muss man dann überhaupt noch irgendwas erkennen? Ich verstehe es nicht. Das Erkennen dessen, was kein Ding ist und dem du sowieso immer bist. Während was geschieht, was erlebt wird, was gespürt wird, was gefühlt wird, was energetisch kursiert, was dich beschäftigt, beschäftigt, was ein Gedanken gerade aufwühlt oder abtaucht. Alles genau so, wie es geschieht. Das ist das Verrückte. Die Freiheit liegt immer in der einfachen Totalität. Und die Alternative ist nur ein Gedanke, der genauso in dem genauso als alternative Gedanke erfahren wird. Was? Ey, also das Abgefahrene ist, seit ich nicht mehr da drin bin in dieser Sekte und denen mal, wie heißt es, also objektiv, man kann ja nie komplett objektiv sein, aber ne, so zuhöre, ganz ehrlich, ganz oft, ich habe keine Ahnung, wovon die reden. Ich verstehe sie nicht mehr. Das ist abgefahren. Weil ich weiß, ich hätte das mal, was heißt verstanden, aber ich hätte da irgendwas mir reingedacht oder hätte da irgend so ein friedliches, tiefes Gefühl dann zu gehabt beim Zuhören. Inzwischen höre ich zu und denke mir so, was möchte man mir mitteilen? Ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, in welcher Welt diese Leute leben. Doch, ich weiß es. Und auch nicht, es ist absurd. Wenn die Idee dessen, was der Gedanke suggeriert, nicht... Und die machen immer das gleiche Ding. Sie lächeln nämlich freundlich in die Kamera und dann reden sie sehr ruhig und friedlich reden sie. Und dadurch kommt diese Schwingung rüber, in die man sich dann fallen lassen kann. Und dann hat man das Gefühl, man kann loslassen und sich entspannen. Das ist aber ein bisschen, als würde man eine Meditations-CD hören. Da wird nichts Deepes transportiert an Aussagen. Es klingt einfach nur wahnsinnig deep. Wenn die Idee dessen, was der Gedanke suggeriert, nicht zwingend geglaubt werden muss, dann ist auch der verrückteste Gedanke einfach ebenfalls ein Energiestrudel im Gesamtkontinuum des sich erfahren einen. Ey, wie kompliziert kann man sich eigentlich ausdrücken? Was er eigentlich sagen will, ist so, hey, irgendwie keine Ahnung. Ein Gedanke ist nur ein Gedanke oder so? Ich glaube, das soll die Message sein, aber das war sehr kompliziert ausgedrückt. Denn auch die verrücktesten Ideen von Trennung
und Bewertungsvorschläge, wie es sich anfühlen müsste oder nicht sollte, sind genauso in der Non-Duality einfach Ablauf des einen grundlosen, genauso sich erfahrenden einen selbst. Was? Wieso drückt dieser Mensch sich so kompliziert aus? Also ich glaube, er ist immer noch dabei zu sagen, so, hey, es ist halt einfach, wie es ist. Und irgendwie, das gehört halt alles dazu. Ich hoffe, das will er sagen. Also auch so irgendwie die Bewertungen und der ganze Scheiß, das gehört halt alles irgendwie dazu. Das ist halt einfach so. Aber erstens, warum muss man das so kompliziert ausdrücken? Und zweitens, wenn es halt so ist, wie es ist, dann ist es halt einfach so, wie es ist. Das muss man dann auch niemandem beibringen. Nach wie vor nicht. Always that. Oh, I am always. I'm always that. Always here. Das sind alles so Worthülsen, bla bla. Present awareness unter Anführungszeichen als Tor für Beyond oder before I am, beyond jede Erscheinung. Beyond jede Erscheinung, ey. Wieso spricht er denn kein Deutsch? Ja, es ist halt wieder, geh dahinter, sei nicht das, was da ist, sei irgendwas anderes dahinter, bla. Es ist immer das gleiche Schmie, Schma, Schmu. Aber natürlich ohne Trennung, drum ist. Natürlich ohne Trennung, klar, sonst wäre das hier nicht die Wahrheit, wenn wir hier von Trennung sprechen würden. Nein, nein, immer, auf jeden Fall ohne Trennung. Bereits jetzt hier genauso, wie es erlebt wird, erfüllt. Warum reden Sie denn dann überhaupt, wenn es bereits jetzt hier erfüllt und das Richtige und dies und das ist? Jedes Mal. Auch wenn du denkst, dass es nicht so sein sollte oder irgendetwas aufgesetzt werden müsste, aber was auch immer der Versuch, etwas Neues dazuzugeben ist, ist genauso Ablauf der einfachen Totalität. Des sich im Mentalkörper und so weiter regenden, das eine Frage formuliert und dann mit verschiedenen emotionalen Begleiterscheinungen in der Totalität dieses Momentes ist. Daher die frohe Botschaft, du kannst nichts falsch machen. Du kannst nichts richtig machen. Aber du kannst glauben, was auch immer du willst und du musst nicht jedes Konzept von Bundle of Thoughts, was dann vorgeschlagen wird, in der Totalität des sich Erscheinenden, wo auch die Sprache und die Interpretation des Geistes dazu gehört, dass das getrennt sein könnte vom Gesamt einen ungetrennt, dass du bist, dass wir alle sind. Was ein bla bla bla. Nee, ehrlich. Nee. Das ist doch. Was sagt denn die Beschreibung? Moment mal kurz. Er fasst das doch immer so zusammen. Das Deckungsgewahrsein ermöglicht das Erkennen. Wer bin ich? Was ist denn ein Deckungsgewahrsein? Was ist denn das für eine Beschreibung? Bleibe total bei dir. Das ist das Um und Auf. Um und Auf von wie was? Also, das ist mal wieder ehrlich. Das Ding an der ganzen Sache war, und was für mich super faszinierend und cool war festzustellen, ist, dass es mich gelangweilt hat. Und ich meine, es kommt darauf an, welche Lehrer ich mir reinziehe. Es gibt da so ein paar Kandidaten. Ich wette, da kann ich mich noch in 10 Jahren drüber abfacken wahrscheinlich. Aber mir ist so aufgefallen, dass es eine gewisse Sparte von Lehrern gibt inzwischen, die mich wirklich einfach nur noch langweilen. Und ich habe so gemerkt, da fehlt irgendwie also man merkt mir halt an, dass ich nicht so richtig da drin war in der
oder mich da gar nicht so richtig drauf einlassen konnte, jetzt darüber zu diskutieren oder mich großartig darauf einzulassen, was die da sagen, weil ich war innerlich einfach nur noch so, boah, ich kann es nicht mehr hören, es ist immer dasselbe und es langweilt mich und es ist irgendwie einfach doof. Und ich glaube, das ist für mich ein Fortschritt tatsächlich, weil je weniger mich das emotional triggert oder in irgendeiner Art und Weise tangiert, was sie da erzählen, desto mehr Abstand kann ich davon nehmen und desto besser ist das für meine Psyche. Aber es ist auch ein bisschen traurig, weil ich meine, ich habe das eigentlich jetzt die ganze Zeit gerne gemacht, und ihr habt das ja auch gerne geguckt, also insofern wollte ich eigentlich nicht damit aufhören und ich hoffe, das tue ich auch nicht. Ich muss nur scheinbar dann auf so ein höheres Konfrontationslevel gehen und mir halt die Lehrer raussuchen, die einfach sehr speziell sind. Da habe ich aber halt auch nicht immer Bock drauf. Insofern, ich weiß nicht, wie viel es davon dann noch geben wird. Irgendwas wird sicher irgendwann kommen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann schreibt mir die mal in die Kommentare. Also Video-Reaction-Ideen. Schickt mir ruhig Videos in die Kommentare und dann kann ich mal gucken, was da dann so passiert bei mir. Ja, das war eine interessante Erfahrung auf jeden Fall. Und erstmal soweit und dann bis bald. Tschüss.